Hallo, heute kümmern wir uns um den vormontierten Rotorkopf. Wir werden den Rotorkopf zerlegen, zumindest zum größten Teil, auf jeden Fall Blattlagerwelle rausmachen, um zu kontrollieren, dass die Schrauben mit Schraubensicherung eingesetzt sind. Und wir werden die ganzen Gestänge überprüfen, den ganzen Rest überprüfen, ob es richtig zusammengebaut ist. Die Drucklage auf jeden Fall fetten. Und ja, da fange ich jetzt mal an. Wichtig bei den Sachen zu sagen, vorher, bevor ihr anfangt, sowas zu zerlegen, ist vielleicht ganz sinnvoll, ein Foto zu machen, damit, wenn ihr beim Zusammenbauen euch nicht sicher seid, ihr nochmal nachgucken könnt. Auch auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr genug Dosen und Schächtelchen habt, um die Sachen einigermaßen sortiert abzulegen. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass euch das Ganze auf dem Tisch rumfliegt und ihr nachher vielleicht nicht mehr wisst, was wozu gehört oder irgendwas runterfällt und fehlt. Oder auf der anderen Seite seht ihr dann auch relativ deutlich, wenn in den Schälchen was drin ist und ihr denkt, ihr seid fertig mit Zusammenbauen, dass ihr noch was vergessen habt. Ja, die Paddelstange hat durch die Madenschrauben von den Hebeln hier ein paar Riefen bekommen. Und wenn ich die jetzt durch das Lager quetschen würde, würde ich mir unter Umständen das Lager kaputt machen. Deswegen werde ich die nicht ausbauen. Gibt auch keine Notwendigkeit, die Paddelstange ist gerade. Die Schrauben von den beiden Seiten kann ich so kontrollieren. Die Dinge habe ich unten, da werde ich gleich Schraubensicherung reinmachen und die Madenschrauben wieder festziehen. Und ansonsten ist das in Ordnung. Was ich auf jeden Fall kontrollieren wollte, ist der Abstand von der Paddelstange, weil auch es ist nicht nur wichtig, wie weit die Paddel weg sind voneinander, beziehungsweise vom Rotorkopfzentralstück, sondern auch als allererstes wichtig, wie lange die Stange hier rausguckt, weil wenn ihr bei der Stange schon eine unterschiedliche Länge habt, dann bringt es auch nichts, wenn ihr die Paddel gerade drauf schraubt, dann habt ihr trotzdem eine Unwucht, weil die Stange ja auf der einen Seite dann weiter im Paddel drin ist als auf der anderen Seite. Deswegen auf jeden Fall immer erst Stange kontrollieren von der Länge, dann die Paddel drauf schrauben und die Paddel ablenken. Wichtig bei den Teilen hier, weil das keine geschlossene Pitchbrücke ist, sondern weil das so zwei Hebel sind, die man einzeln anschraubt, muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die auf beiden Seiten auf der gleichen Höhe sind. Jetzt kommt die spannendste Sache. Wir demontieren mal die Blatthalter und die Blattlagerwelle. Vorher kann man einmal die Blattlagerwelle durchdrehen. Das muss sich einigermaßen leicht drehen lassen. Und vor allem würde man sehen, wenn die Blattlagerwelle krumm wäre und man dreht auf der einen Seite, würde der Blatthalter wackeln. Wenn ihr das feststellt, dann könnt ihr direkt eine neue Blattlagerwelle einbauen. Ansonsten, so wie es hier aussieht, ist das alles in Ordnung. Bevor wir es vergessen, kontrolliere ich gerade noch die Schrauben vom Zentralstück oben. So, Schrauben gehen schwer, deswegen kommt direkt der Lötkolben zum Einsatz. Ihr könnt Lust, mir noch eine Schraube kaputt zu machen. Deswegen machen wir es lieber gleich heiß. So, Blattlagerwelle ist auseinander. Jetzt testen wir als erstes die Lager, die noch an der im Blatthalter verblieben sind, die inneren Lager. Geht am einfachsten, wenn man da die Welle reinsteckt und dann vorsichtig mal wackelt und dreht. Ein bisschen Spiel ist normal, die Welle hat auch ein bisschen Spiel im Lager. Drehen wir mal und gucken, ob wir irgendwo einen deutlichen Widerstand oder eine deutliche Rasterung spüren. Das haben wir hier nicht. Ist okay. Dann haben wir hier das Drucklager. Das ziehen wir mal vorsichtig von der Welle ab. Legen es auf Seite. Mit einer der wichtigsten Teile, die wir uns jetzt angucken, sind die Drucklager. Da werden wir gucken, ob die an irgendwelchen Stellen eingelaufen sind. Ein Drucklager besteht aus so einem Innenring mit Kugeln und zwei äußeren Ringen. Die zwei äußeren Ringe sehen auf den ersten Blick relativ gleich aus, aber es gibt eigentlich fast immer eins mit einem größeren und eins mit einem kleineren Innendurchmesser. Das sieht man hier auch ganz gut, dass da geht relativ saugend auf die Blattlagerwelle drauf. Und das andere hat Spiel, das schlabbert ein bisschen. Und da ist es wichtig, dass man die richtig rummontiert. Das mit dem größeren Innendurchmesser gehört Richtung Rotorkopfzentralstück und das mit dem kleineren nach außen Richtung der Schraube von der Blattlagerwelle. Und wir holen uns jetzt ein bisschen Lagerfett, druckstabiles Fett, um die einzufetten, bevor wir sie wieder einbauen. So, an dem Rotorkopf selbst haben wir hier noch Passscheiben und die Dämpfungsgummis. Die holen wir auch mal raus und kontrollieren die. Das sieht okay aus.
Die sind nicht ausgeschlagen oder ausgeleiert und auch nicht knüppelhart. Die Dämpfungsgummis können ruhig auch ein bisschen gefettet werden. Allerdings sollte man darauf achten, dass man ein gummiverträgliches Fett hat. Dann basteln wir mal wieder den Blatthalter zusammen. Fangen wir mit der einen Seite an. Da haben wir das normale Lager schon drauf. Dann kommt auch von der Seite eine kleine Passscheibe dazwischen. Als Abstandshalter zwischen dem Drucklager und dem normalen Lager. Und jetzt kommt das Drucklager, und zwar mit der schmaleren zuerst. Dann holen wir uns hier ein ganz klein wenig von dem Lagerfett. Das ist ein Lagerkäfig. Unten drauf. Tun in den Lagerkäfig auch nochmal eine Ladung Fett. Wir haben hier das äußere Lager, eine dünne Passscheibe, dann die schmale Seite von dem Drucklager, dann den Lagerkäfig. Und darauf kommt jetzt die Scheibe mit dem großen Innendurchmesser. Tja, so kommt das ganze Ding dann hier rein. Damit haben wir den einen Blatthalter schon wieder fertig. Können den hier auf den Rotorkopf wieder draufstecken. Auf der anderen Seite müssen wir es jetzt andersrum auffädeln. Wir haben hier den Blatthalter mit dem Lager, was verblieben ist. Der kommt da drauf. Jetzt kommt zuerst die Seite vom Drucklager mit dem größeren Durchmesser. So, als nächstes kommt der Lagerkäfig mit den Kugeln. Da kriege ich zwischen die Kugeln in den Käfig rein wieder Fett. Dann kommt die Scheibe mit dem kleineren Durchmesser. Dann die Passscheibe. Und als letztes das Lager. Was jetzt noch wichtig zu sagen ist, man kriegt das eigentlich, wenn man die ganzen Sachen fettet, nicht hin, ohne dass da jetzt doch an dem Gewinde von der Welle innen ein bisschen Fett ist. Und Fett verträgt sich aber nicht mit Schraubensicherung. Deswegen werde ich auf jeden Fall mit dem Zahnstocher hier vorsichtig das Fett rausholen und das ganze Gewinde etwas sauber machen. Ja, Schraube zuletzt hinhalten und einmal ordentlich anziehen. So, danach sollten sich auf jeden Fall die Blatthalter sauber bewegen lassen, leichtgängig sein. Kein Spiel haben in axialer Richtung. Das heißt, als nächstes kommt die Paddel. Da ist hier auch ein Maß angegeben, nämlich 108 mm. Die Paddel müssen auf jeden Fall auch ordentlich ausgerichtet werden. Aber das mache ich, wenn der rote Kopf drauf ist. Von der Länge her passt das. Damit haben wir auch schon ein Döschen leer. Bleibt noch das Döschen mit dem Pitch-Kompensator hier. So, sieht aus wie ein Rotorkopf. So, wir haben den Rotorkopf montiert. Wir haben alle Gestänge eingeklipst, wo sie hingehören. Wir haben den Rotorkopf festgeschraubt an der Hauptrotorwelle. Haben schon mal vorsichtig gedreht. Sieht im Moment alles ganz gut aus. Jetzt haben wir Sender in Betrieb genommen, Gaslimiter zugedreht, damit nichts loslaufen kann. Und jetzt gucken wir mal, was es macht. Im Moment steht die Trommelscheibe in der Mitte. Wir fahren mal vorsichtig nach oben. Steht nichts an. Haben aber auch nicht wirklich viel Platz, wenn man da oben guckt, zwischen dem Pitch-Kompensator und dem Rotorkopf-Zentralstück. Da sind wenige Millimeter. Wenn wir nach ganz unten fahren, haben wir auch nicht mehr so viel Platz. Jetzt gucken wir mal wieder, wie es in der Mitte aussieht. Und zwar sollten in der Mitte die Paddelwippe gerade stehen und die Gestänge vom Pitch-Kompensator gerade stehen. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Und jetzt müssten wir auch 0 Grad haben. Kann man jetzt an den Blatthaltern schwer sehen. Das müssen wir machen, wenn wir die Pitch-Werte einstellen, die Blätter drauf haben mit einer Pitch-Leere. Aber es sieht zumindest schon mal grob gut aus. Wenn das nicht stimmt, müssen wir das mit den langen Gestängen hier, die man verdrehen kann, einstellen. Dann können wir vorsichtig mal Nick und Roll geben. Das funktioniert auch ohne irgendwelche ekligen Geräusche. Dann versuchen wir das Ganze mal durchzudrehen. Das sieht gut aus. Sollte alles einigermaßen leichtgängig sein. Also hier Paddelwippe sollte sich gut bewegen lassen. Die Blatthalterlager sollen sich alle gut bewegen lassen. Das probiert man am besten mal aus, bevor die Gestänge drauf sind. Dass sich hier wirklich alles leichtgängig bewegt. Wenn nicht, müsst ihr gucken, ob irgendeins von den Gestängen zu fest ist. Und da kann man hier so dran wackeln. Das kann man bei jedem Gestänge mal machen. Die müssen da jetzt nicht lose drauf rumfallen. Das wäre auch schlecht, weil dann wird die Gefahr bestehen, dass sie sich abklipsen. Aber wenn ihr die hier nur mit hohem Kraftaufwand so drehen könnt, dann sitzen die zu stramm. Dann müsst ihr gucken, ob ihr entweder
mit einer Kugelkopfreibale in der passenden Größe das ein bisschen ausarbeitet. Oder die etwas fuschendere Methode, die aber auch eigentlich gut funktioniert, wenn ihr ganz vorsichtig mit einer Flachzange hier drauf drückt außen. Muss man halt vorsichtig machen, ein bisschen Gefühl für entwickeln und darf da nicht zu viel drauf rumdrücken. Dann geht das. Ja, ansonsten sieht das gut aus. Bei Nick und bei Rohl auch keine üblichen Geräusche. Das Ganze auch mal beim Maximum. Pitch funktioniert das Ganze auch. So, beim Minimum Pitch hören wir schon, das klingt nicht gut. Und das steht auch an. Das heißt, da müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass wir keine Bewegungen machen, wenn wir auf Minimum Pitch sind und dabei hier rumdrehen, dass wir irgendwas kaputt machen. Aber das müssen wir jetzt eh erstmal klären, wie das aussieht mit den ganzen Werten, wenn wir den Pitch einstellen, zyklischen und kollektiven Pitch. Und das machen wir als nächstes.